Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. In der letzten Folge habe ich ja das Banditenlager hier zerlegt und so ein Zuhause für Ausgestoßene geschaffen. Sagen wir mal Servus. Hier können wir leben. Danke, dass du das ermöglicht hast. Sag ich ja. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen. Warte, ich habe doch da gerade noch... Sehr gut, Medizinbeutel ist wieder voll. Ich habe doch da gerade noch was gesehen. Und außerdem müssen wir noch mit dem Neil reden. Achso, ne. Der Händler braucht man nicht. Ich könnte das Pferd rufen, aber für die 40 Meter, die laufe ich jetzt mal. Liege da noch welche rum? Nee. Okay. Ja. Schade, ich hab gedacht, ich sag da irgendwas, wenn das voll ist. Gut. Ich weiß doch, wo Daniel steht. Brauchst du mir nicht zeigen. Zumindest jetzt gerade. Der geht jetzt bestimmt zum nächsten Banditenlager und... Ich soll ihm hinfolgen oder sowas. Gucken wir mal. Gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Ich hätte jetzt da so eine Antwortmöglichkeit erwartet, wie er heißt Flitzeburge oder sowas. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Also ist er ein Psycho. Irgendwie. Einfach nur ein Massenmörder. Wahrscheinlich. Weiß ja nicht, wie viel der schon gekillt hat. Es ist für eine gute Sache. Das ist eine ungesunde Einstellung. Also eigentlich würde ich das hier sagen. Aber wahrscheinlich macht er mich dann irgendwie blöd an. Und ich will noch ein paar Banditenlager ausräumen. Denk mal, ich mach das. Ich finde, du tust das Richtige aus dem falschen Grund. Ich tue, was ich liebe. Und was könnte daran falsch sein? Dass du einfach irgendwelche Leute ummärsch? Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an wie Wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Falls wir es verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Was ist das, Lila, nicht da? Alte Trümmer durchsuchen. Altes Gefäß, you fly. Altes schwarzes Armband, altes helles Armband, alter Ring. Okay. Keine Ahnung, was mir das bringt. Erstes altes Gefäß gefunden. Aha. Rohstoffe? Okay, das ist ein
Rohstoff? Schlagscheinglas. Aha. Wüstenglas. Dieser gewöhnliche Gegenstand der Alten bringt beim Verkauf an Händler einiges ein. Ah ja. 20 Scherben bringt er. Hm. Der nur 10. Wo ist denn das komische Glas? Ah. Drone Hop. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Zeigt eine seltsame, fliegende Maschine. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Cool. Fertigkeiten. Ich brauche da aber 2 Punkte. Das heißt, ich muss nochmal ein Level aufsteigen. So. Set 1, Set 2, Set 3. Ui. Was ist das? Banuk-Figur. Ich frag mich, was man da für Belohnungen kriegt. Ich hab keine Ahnung. Dann mal los! Aber jetzt gehe ich erstmal das machen, was ich eigentlich in der letzten Folge hätte machen sollen. Ich gehe jetzt da zum roten Echo. Okay. Höchstgeschwindigkeit. Ups. Wer ist denn das? Herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Wie kann ich eigentlich mit dem Ding hier springen? Hab jetzt nämlich nichts gesagt, weil ich überlegt habe, wie ich das da zum Hüpfen krieg. So nicht. Da macht er einen Angriff. Achso, das war... Ups. Irgendwas war da rot hinter mir. Mir ist auch in der letzten Folge aufgefallen, habe ich aber nicht gesagt. Dieses Pferd hier hat gar keinen Lohbehälter mehr. Oh. Irgendwas habe ich überfahren, wollte ich gerade sagen. Oh ja. Hä? Wo liegt's denn? Was war's denn? Ein Waschbär. Ups. Warte mal, jetzt habe ich doch knochiges Fleisch, ne? Ah ja. Fallenbeutel. Gib her. Truthahnhaut. Okay. Wann habe ich da eigentlich das Maximale erreicht? Bei den Beuteln. Was ist das für ein Pisswetter hier? Apropos Pisswetter, was war eigentlich heute für ein Wetter? So, Sonntag. Ich war richtig produktiv nach dem Samstag. Warum sind auch 2 Videos ausgefallen? Ich habe nämlich den ganzen Tag irgendwie verpennt. So bis 4 Uhr abends habe ich gepennt und dann, war der Tag rum, aber wenigstens bin ich jetzt ausgeschlafen und kann hier wieder gescheit zocken. Nach mir suchen würde. Pferd, lauf!
Hallo, Nora, ich bring Viecher mit. Boah, ein Glück bleiben die echt von diesen von den Speicherpunkten weg. Bockt die das hier gar nicht, oder was? Na doch, irgendwie bockt's die schon. Ah ja, gut. Die verpieseln sich. Schnell speichern. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okidoki. Räume die Lager. Kurzer Blick auf die Uhr. Ja, mal gucken. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache. Oh, es schüttet heute brechen einmal. Wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf. Fertig? Anscheinend. Da stehen Drillinge rum. Okay. Warte. So. Ich weiß nicht, warum der Beutel irgendwie immer wieder leer wird. Ich heile ja gar nicht. Ich lauf mal lieber. Ist das ein Panzer da? Upsi. Komme ich da dann jetzt nicht mehr hoch, oder was? Das Maschinenareal entdeckt Breitkopf. Breitkopfareal. Okay. Kein Plan, was das ist. Ah. Nee, da drüben ist es. Ist tiefer als ich dachte. So, einmal schnell speichern. Die Schockwurzel mitnehmen. Was ist das? Das kann ich gut gebrauchen. Da ist ja noch so ein Panzer. Sind das die Breitköpfe oder? Ist ein Truthahn? Hä? Lass mich gerade mal gucken. Irgendwie werde ich hier dauernd abgelenkt. Da sind sie. Okay.
Okay. Die kann man doch bestimmt auch irgendwie... Lerner Schwäche Abriss. Lohbehälter. Feindliche Maschine. Mhm. Ah. Jetzt ist nur die Frage. Boah, zum Glück. Meistens drücke ich Kreis, um aus der Dings rauszukommen. Aus dem hier. Und damit hätte ich mich volle Kanne verraten. Da wollte ich hin. Wo ist er denn? Starke Läufer, die leicht aufschrecken und die man sehr leise oder sehr schnell erledigen muss. Ist reitbar. Brutstätte Psy. Gangnam Style. Oder was? Ah ne, warte mal. I love it. Ist ja das Neueste jetzt gerade. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Sturmangriff. Jetzt ist nur die Frage, kann ich da jetzt einfach hingehen und den überbrücken oder muss ich erst in die Brutstätte Psy-Dingsbums hier und mir die Infos holen, wie ich diese Viecher hier überbrücken kann. Irgendwie geht es bloß bei diesem Gras mit den hohen, mit den roten Spitzen, dass man hier versteckelt ist. Toll, verdorbener Läufer. Ich muss irgendwie näher an das Viech ran. Okay, da liegt schon einer, der kaputt ist. Oder vergiftet der da jetzt durch sein Rumlaufen irgendwelche... Achso, nee, warte mal, das ist das Gift, was die Dinger aussondern. Wahrscheinlich, wenn ich da reinlaufe, dann... Boah. Mist. Ist witzig, dass das so ein kleines Gebüsch reicht. Hä? Schnüffelt hier ein immer noch rum. Was? Hoppala. Da ist ja schon so eine... Ne? Eine Leiche. Eine Leiche. Komm schon. Hopp. Mann. Wo bist du hin? Also Aloy. Aloy. Aloy lässt sich ja schon leicht boxen. Den Eindringling zu. Nix da suchen. Ah, das sind die Nora-Krieger. Okay, die kommen hier alle raus. Das ist ja praktisch. Denke ich. Hab ich dich. Ah, gut. Er schießt. Alter, Hoppala. Schießt halt einfach mal weiter hier auf die
auf die anderen Nora. Das bockt denn gar nicht, dass ich hier noch immer rumhock. Warte mal. Ich stehe halt mal kurz auf. Wo ist er denn? Da ist er. Abtrünniger! Abtrünniger! So. Wie viele sind denn hier noch? Tja. Der hat das nicht erwartet. Da rennt auch noch einer rum. Bewegung! Aus der Schusslinie! Verdammt. Komm schon. Hallo? Was geht ab bei dem, hey? Augen auf, Kopf runter. Achso, das ist der. Ah, da sind meine Leute. Die Nora erreichen ihr Ziel. So. Man sollte die Nora nie unterschätzen. Jetzt haben irgendwie gerade viel zu viele gleichzeitig irgendwas gesagt. Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Das brauche ich später noch. Das brauchst du jetzt eigentlich. Okay. Was war das für ein Viech? Für die Generationen vor mir. Ja, die Generation vor dir. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich muss mich da reinsneaken und die einzeln nacheinander platt machen. Aber dass da anscheinend, wenn ich den ersten umnied, dann gleich meine Leute kommen und hier voll der Krieg ausbricht, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Aber gut, so geht's ein bisschen schneller. So, da ist noch was Blaues. Schon wieder so ein Schlagscheinglas-Dingsbums. Und ein Wüstenglas. Ich nehme mal alles mit, was die hier. Hallo? Was die hier so am Start haben. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach auf die Lohe ballern können und dann wäre das ganze Ding hier in die Luft geflogen, aber. So. Ah, noch so eine komische Kiste. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Hä? Ah, okay. Stein ist voll. Dann ist ja gut. Was Lilanes. Altes Gefäß Miriam. Ja, die olle Miriam, hey. Ist nur ein Gefäß. Jetzt habe ich schon die zweite komische Tasse da von dieser Sammlung. Hier, ne? Oh Mann. Ist vom nächsten Set. Ist ja blöd. War aber fast klar. Okay. Oh, warte. Lagerfeuer, gibt's das da? Ah ja, hier. Was ist das hier? Ist irgendwie komisch, dass das angezeigt wird und dann. Ist das hier der Metallring? Ich könnte wetten. Das war mal irgendwie ein Stadion oder sowas. Aber jetzt gehe ich erstmal hier zu dem Lager. Und ich hoffe mal, dass ich da nicht zu nah dran bin
Und die hier dann direkt wieder einen das Kampf nehme ich für aus. Unterwegs mit. Lösen hier. Toll. Ich gehe mal kurz zum Lagerfeuer. Ist wohl doch nicht so einfach, ne? Kacke, dann komme ich nicht durch. Kann ich so? Ne, kann ich auch nicht. Manu, muss ich jetzt durch diesen Wächterbolle da durch, oder was? Oder was auch immer für Viecher das sind. Ah ne, das ist ein Plünderer. Und Wächter. Alles verdorben. Ja, toll. Achso, ne, da steckt ein Auto in dem Grünzeug hier. Das sind zwei Stück. So, der müsste jetzt ja. Ich komme hier raus. Na komm her. Wo ist denn der jetzt dahin? Ist irgendwie in so einem Loch da jetzt. Ja. Dann mal los. Solange die da hinten das nicht bemerkt haben, ist alles gut. Metallbrand, Metallbrand. Was soll ich mit so einem Haufen Metallbrand? Schnäpsle machen oder was? Oh oh, da sifft sich einer in meine Richtung. Ah, sehr gut. Lagerfeuer erreicht. Was ist das für ein Ding hier? Hä? Was tut es? Trümmer. Eine Skulptur. Hä, komme ich da irgendwie ran? Was Datenpunkt immer dasselbe. Hä? Textprotokoll. Beschädigung minimal. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein Gabelstapler oder sowas. Aber das sieht eher wie eine Zapfsäule aus. So, wo ist denn das jetzt, das Ding? Hä? Textdatenpunkte Quests, Textdatenpunkte Welt. Textdatenpunkte Maschine. Achso, das war der. Was sagt das Ding jetzt hier? Textdatenpunkt Welt, persönliches Protokoll, Benutzer 67681. Diese Roboterschlacht Holos machen mich krank. Wie viele kann man sich davon ansehen, bevor man erkennt, dass alle Folgen gleich sind? Man kommt aufs Schlachtfeld, beobachtet, wie ein paar Drescherbots sich zerfetzen, wählt, für welches Unternehmen man ist. Explosion, Explosion, Explosion und dann ist es vorbei. Finde nur ich das völlig bekloppt? Alle anderen scheinen diesen Mist zu lieben. Ey Mann, Robot Wars kommt ja auf D-Max. Okay.
Dann kann ich jetzt ja hier speichern, würde ich sagen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann kommen noch diese zwei anderen Lager hier dran. Und dann gehen wir in den Metallring. Und machen da Dinge. Ich weiß bloß noch nicht welche. Jetzt ist mein Pferd wieder weg. Steht's zu weit weg, dass ich es rufen kann? Ich frage mich, wenn ich zurückgehe, ob es dann wieder da in der Liste ist. Das wäre mal cool zu wissen. Sehe ich das eigentlich da? Schade. Das wäre nämlich eigentlich auch cool, wenn es hier so angezeigt wird. Dein Pferd steht hier oder so. Ja. Aber das mit der Brutstätte finden von diesen Reitviechern oder von den Tieren, die man überbrücken kann, das habe ich noch nicht ganz gerafft. Das muss ich mir auch nochmal irgendwie angucken. Schon wieder irgendwelches Zeug, was ich hier anzwirbeln muss. Was Zahnstocher, das sieht aus wie ein Keugezieher. Ja, ja. Ups. So. Alle Ausrufezeichen abgearbeitet. Dann kann ich jetzt ja endlich speichern gehen und würde sagen, der Rest vom Fest machen wir nächstes Mal in der nächsten Folge. Allerhopp. Bis dann.